Herzlich willkommen. Ich bin der Carsten. Und ich bin der Thomas. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir erzählen euch ein bisschen was über den ABUC, den Atari Bitbiter User Club. Der ABUC ist ein Computerclub, der sich mit Atari-Geräten beschäftigt, und zwar rein mit den 8-Bit-Geräten beschäftigt. Und den gibt es jetzt schon über 30 Jahre. Und vielleicht ist das interessant zu hören, wie wir das geschafft haben, dass es diesen Club immer noch gibt und dass wir sogar über 400 Mitglieder immer noch haben, Tendenz wieder steigend, wie das so klappt. Und da wollen wir ein bisschen was erzählen, so aus den Nähkästchen des Clubs, der Clubarbeit und was wir so für Aktionen machen. Ich selber bin jetzt seit 30 Jahren dabei, nämlich seit 87 müsste ich eingetreten sein. Also ich war nicht ganz zu Anfang dabei, aber fast zu Anfang dabei. Du bist ein bisschen später dabei. Ich bin der Späteinsteiger sozusagen, ich bin jetzt seit 2012 dabei, dafür aber auch seit der Zeit recht aktiv. Und ich denke mal, Carsten kann uns ein bisschen erzählen darüber, wie die Anfangszeit ist, wie es war. Ich würde erst ein bisschen erzählen darüber, was der Club denn so macht, was so die Clubaktivitäten sind. Es gibt einmal ein Magazin, was wir rausgeben, vierteljährlich. Und zwar ganz zu Anfang war das ein reines Diskettenmagazin, wie das viele Clubs hatten. Inzwischen ist es ein DIN A5 Magazin in recht professionellem Druck und recht professionellem Layout. Wir haben einen Grafiker, der für jedes Magazin echt schicke Grafiken designt und malt, immer zu den Themen, die im Heft drin sind. Wir haben hier eine ganze Reihe, die könnt ihr mal durchgehen lassen, einfach euch mal angucken, da reinblättern. Wir machen einmal im Jahr ein großes Treffen, die Jahreshauptversammlung. Ja, genau. Und dann haben wir eine ganze Menge kleinere Treffen. Vielen Regionalgruppen, die wir uns treffen. Genau. Also da wir ja weltweit im Grunde verteilt sind, mit Schwerpunkt auf Deutschland natürlich, mit den, ich glaube, wir haben jetzt 460 Mitglieder ungefähr, Tendenz, wie gesagt, steigen, wie Carsten schon sagte. Der Hauptteil ist in Deutschland, und in Deutschland ist es bevorzugt der aktive Teil auch im Norden. Das heißt, wir haben eine aktive Regionalgruppe hier in Berlin, das ist Atari in Berlin, die stellt hier auch aus. Und wir haben die Regionalgruppe Nord, die ist so Hamburg und Umgebung, Schwerpunkt Elmshorn, wo wir uns treffen. Und diese beiden Regionalgruppen treffen sich regelmäßig alle 2 Monate und halten dann Treffen ab. Und in Frankfurt gibt es auch noch eine recht aktive Gruppe, die Regionalgruppe Frankfurt, die RAF, genau, die RAF. Und ja, wenn ihr da mal Interesse habt, an so einem Treffen dabei zu sein, seid ihr immer herzlich eingeladen. Wir freuen uns immer sehr über neue Gesichter. Wir verkaufen euch auch keine Kühlschränke, keine Sorge. Und Und manchmal gibt es auch überregionale Treffen, wie zum Beispiel die Fujiyama. Die findet in dem kleinen Örtchen Lengenfeld im Vogtland statt. Einfach deswegen, weil der Organisator, der Helmut Weidner, daherkommt. Und da kommen dann wirklich aus aller Herren Länder Leute vorbei. Dieses Jahr waren wir, wie viele Leute? Über 100, ne? Über 100, ja. Über 100 Leute. Ich glaube, aus Amerika und Israel waren die weitesten, die gekommen Engländer sind. Engländer haben wir dabei, Polen, Tschechien natürlich. Ganz Polen, Tschechien, weil das direkt da dran liegt. Da sind auch ganz große Communities. Und das ist dann ein internationales Fest, wo man zusammensitzt und hackt an den Maschinen. Aber auch, wo viel Socializing gemacht wird, wird abends gegrillt und manchmal haben wir das auch so gemacht, weil das Ganze im August, im Sommer stattfindet, dass wir uns ein bekanntes Atari-Spiel vornehmen und da eine Real-Life-Umsetzung machen. Das heißt, wir spielen dann Pac-Man draußen im Wald, oder wir haben mal Whack the Mole gemacht, wenn ihr das kennt, wo man mit dem großen Hammer immer auf die Maulwürfe einschlagen muss. Das war so eine große Plane, Löcher reingeschnitten, ja, Leute mussten sich da drunter hocken und dann immer hochgucken, und einer musste mit einer großen Schwimmnudel dann auf den Kopf. Solche Sachen machen einfach auch mal richtig Spaß und man verausgabt sich. So, solche Aktionen machen wir da. Zusätzlich hat der Club auch noch Serviceangebote. Wir haben zum Beispiel einen Rechnerreparaturservice und einen Laufwerksreparaturservice. Das heißt, wenn einem Mitglied der Rechner kaputt geht, kann er den einsenden. Und das wird dann für ganz normal die Teilekosten repariert.
Das heißt, wenn da ein Chip kaputt gegangen ist, muss halt der Chip bezahlt werden, aber es sind halt vielleicht 5 Euro, 10 Euro oder so. Und man kriegt seine alte Maschine fachmännisch repariert, auch wenn man selber nicht weiß, wo das heiße Ende vom Lötkolben ist und wo man das Ding anpacken muss. Das ist ein guter Service. Wie ist das Ganze zustande gekommen? 1985 war die große Zeit der Homecomputer, auch in Deutschland, halt ein bisschen später. Und der Hauptcomputer in Deutschland allgemein ist halt der Commodore C64. Und es gab dann einige Leute, die den nicht hatten, sondern den Atari, technisch gesehen sehr ähnliche Maschine, auch einen 6502-Prozessor. Von der Grafik-Hardware vielleicht ein bisschen besser als der C64, vom Sound aber eher schlechter. Der SID im C64 ist da besser. Wenn man das Gesamtpaket sieht, tun die sich eigentlich überhaupt nichts, sind halt ein bisschen unterschiedlich, aber ansonsten kann man die gleichen Sachen damit machen. Und man hat Gleichgesinnte gesucht, weil damals gab es halt kein Internet und so, man wollte halt irgendwie sich austauschen. Und da haben sich eine ganze Menge Clubs gegründet zu der Zeit. Und der ABUG war einer davon. Und derjenige oder die Leute, die es gegründet haben, damals haben aber extra gesagt, sie wollen erstmal einen überregionalen Club machen. Das heißt nicht nur auf eine Stadt oder ein Bundesland bezogen. Und sie wollten auf jeden Fall das Ganze unabhängig machen, weil es gab damals sehr viele Clubs, die direkt von der Firma Atari gesponsert worden sind. Und die haben dann Marketingmaterialien gekriegt und haben dann halt auch in ihren Clubtreffen so ein bisschen Werbung gemacht, was vielleicht ja auch gar nicht so schlimm war, aber der ABUG hat von vornherein gesagt, die wollen unabhängig bleiben, wollen sich also nichts reinreden lassen und wollen auch durchaus kritisch zu den Atari-Geräten stehen, wenn also irgendwas nicht so gut ist, dann auch mal sagen können, hey, das ist einfach scheiße gelaufen, das ist schlechte Hardware, da hat die Firma Atari halt irgendwie Bockmist gebaut und das hat es dann auch durchaus mal gegeben. Die Mitgliederzahlen sind dann sehr schnell ziemlich in die Höhe geschnellt, nämlich über 1000 Mitglieder gab es dann in den Ende der 80er Jahre. Dann gab es die Wiedervereinigung, dann kamen noch mal mehr Leute dazu, weil gerade den neuen Bundesländern sehr viele mit den Atari-Geräten dann groß geworden sind, weil es die auch zu kaufen gab in den Intershops oder man aus dem Westen welche bekommen hat. Und in der Zeit hat das Ganze dann floriert. Und in den 90er Jahren ging es dann ein wenig zurück. Das hatte einmal die Gründe, weil natürlich auch die neueren Geräte kamen. Atari hat dann die 16-Bit-Geräte Ende der 80er herausgebracht, den Atari ST, den Falcon. Und es gab dann unter den Mitgliedern eine ganz heiße Diskussion, was soll man machen? Soll man diese neuen Geräte auch mit in den Club nehmen, erlauben oder soll man das nicht tun? Und ich erinnere mich noch, es gab so 1990, 91 eine Jahreshauptversammlung, wo bestimmt 2 Stunden darüber diskutiert wurde, verschiedenste Gruppen, sollte man das machen oder nicht, sollte man die 16-Bit-Geräte mit hereinnehmen. Es gab auch PCs von der Firma Atari, sollte man die auch mit hereinnehmen im Club. Und mit knapper Mehrheit wurde damals entschieden, dass der ABUG rein ein 8-Bit-Club bleiben soll. Das heißt, alle, die 16-Bit-Ataris machen wollten oder PCs Atari machen wollten, denen wurde gesagt, hey, wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr euch den ABUG doch als Blaupause nehmen, als Vorlage nehmen und macht euch euren eigenen Club. Aber wir wollen uns auf die 8-Bit-Geräte beschränken. Und im Nachhinein war das genau die richtige Entscheidung. Weil andere Clubs, die dann sich vergrößert haben und gesagt haben, wir nehmen die anderen, die modernen Geräte auch mit rein, die sind irgendwann zerfasert. Ja, dann gab es nämlich noch die 8-Bit-Leute in den Clubs, die machten ihr Süppchen, es gab die 16-Bit-Leute, das Ganze ist nicht kompatibel und die Arbeit, die im Club gemacht wurde, hat sich auf immer weniger oder die jeweilige Arbeit ist immer weniger Mitgliedern zugute gekommen bei diesen Clubs, die alle Geräte reingenommen haben. Beim ABUG hat man sich immer auf die 8-Bit-Geräte konzentriert und auch immer bei Softwareentwicklung und Hardwareentwicklung darauf geachtet, dass das auch kompatibel ist, möglichst kompatibel zu den Geräten, dass alle Mitglieder im Club das benutzen können. Da kommen wir auch schon zu dem, was der Club heute macht, nämlich den Soft- und Hardware-Wettbewerb. Genau.
Der Abo-Club veranstaltet jedes Jahr einen Software-Wettbewerb und einen Hardware-Wettbewerb, wo alle, auch Nicht-Mitglieder, sehr gerne ihre Produkte einreichen können. Es gibt, Geldpreise, die dafür ausgelobt werden. Also das beste Spiel zum Beispiel kriegt 500 Euro, glaube ich. Das heißt, es ist durchaus ein Anreiz, ein Spiel zu programmieren. Und wir hatten Jahre, da hatten wir 12 Einreichungen pro Jahr. Wir haben auch Jahre, wo es nur 6 oder 7 waren. Aber in der Regel kommen da wirklich großartige Spiele bei raus. Und seit neuestem haben wir auch noch Anwendungsprogramme als eigenen Part dabei. Das heißt, wir loben Preise aus für das beste Spiel und zweitbeste, drittbeste, viertbeste Spiel und so weiter. Und auch Preise für die beste Anwendung. Und auch Preise für Hardware, die fertig entwickelt ist und Hardware, die in Entwicklung sich befindet. Einfach um den Entwicklern da so ein bisschen unter die Arme zu greifen, wenn die Material kaufen und irgendwas was bauen, zum Beispiel, dass man in seinem Atari eine SD-Karte verwenden kann oder dass man mit seinem Atari Bluetooth unterstützen kann und mit seinem Mobilfunktelefon dann als Diskettenlaufwerk verwenden kann über Bluetooth. Das wurde alles entwickelt beim Abo und das steht zur Verfügung. Und der Club lebt davon, dass die Leute mitmachen. Das heißt, jeder ist herzlich eingeladen, etwas zu machen, einfach nur teilzuhaben bei den Treffen, mitzuspielen oder mitzudiskutieren oder auch wirklich sich mit den Geräten zu beschäftigen. Wir beantworten natürlich sehr gerne Fragen, wir helfen, wo wir nur können, sei es mit dem Hardware-Service, sei es mit den, wer programmieren möchte, findet sehr viele Hilfestellungen. Ich selbst gebe ab und zu mal Programmier-Workshops, wer das, wen das interessiert, den können wir da auf die Schiene setzen. Und ja, der nächste Software-Hardware-Wettbewerb ist jetzt schon abgeschlossen. Das heißt, in 3 Wochen haben wir so eine neue Hauptversammlung. Da werden wir die Gewinner küren. Und dann haben wir wieder ein Jahr Zeit, was zu programmieren oder was zu entwickeln, um es dann nächstes Jahr einzureichen. Ja. Die Frage ist dann immer, wo kommt das Geld überhaupt her, wenn man 500 Euro für so einen Software-Wettbewerb, also für den ersten Platz, die anderen Plätze kriegen auch noch jeweils Geldpreise. Das wird natürlich aus den Mitgliedsbeiträgen genommen und die Mitgliedsbeiträge sind jetzt schon seit, ich glaube, seit Anfang stabil. Ich glaub immer, ja. Ja. Das haben wir jetzt 2,50 Euro pro Monat oder sowas? Das waren mal 5 Mark pro Monat, das ist umgerechnet worden. 2,50 Euro pro Monat müssten das sein oder 2,60 Euro. Und wenn man halt so viele Mitglieder hat, dann kommt dann ein Sümmchen zusammen und das kann man dann wieder ausgeben. Was haben die Mitglieder davon? Die Programmautoren behalten die Rechte an den Programmen. Die können sich dann hinterher entscheiden, ob sie die Programme kommerziell vermarkten wollen, da gibt es einige, die das machen, oder das frei als Freeware rausgeben oder sogar als Open Source rausgeben, das ist den Autoren überlassen, aber für die Regeln des Softwarewettbewerbs besagen, dass alle Mitglieder vom ABOK die Software, die im Wettbewerb eingereicht wird, auch bekommen, und zwar vorab bekommen. Das heißt, der Einsendeschluss ist meistens Ende des Sommers, so Ende August, Anfang August, Ende August. Ja, Ende Juli in der Regel sogar. Ende Juni sogar. Und dann gibt es eine Jury, die erstmal diese Software testet, ob die denn so funktioniert, wie sie beschrieben wird. Und dann gibt es ein Magazin mit Magazindiskette, wo die Spiele schon drauf sind, wo die Programme schon drauf sind, und alle Mitglieder im Club bekommen die schon, und zwar ist das dann exklusiv. Die Autoren, wenn sie am Wettbewerb teilnehmen, dürfen vor der Preisverleihung das Spiel oder die Anwendung nicht offiziell freigeben, dürfen das nicht zum Download freigeben und dürfen es nicht irgendwo anders verkaufen. Das heißt, wer Mitglied ist, kriegt für 2 Monate die Software exklusiv, kann die testen, kann die benutzen. Dann Ende Oktober ist unsere Jahreshauptversammlung, da wird abgestimmt, jeder kriegt einen Stimmzettel, es werden Punkte verteilt und dann wird der erste, zweite, dritte, vierte Platz gezählt. Und dann, wenn die Platzierung feststeht, dann dürfen die Autoren mit ihrem Programm machen, was sie wollen. Die meisten publizieren das dann auf ihrer Webseite oder so. Einige, wie gesagt, verkaufen das dann kommerziell weiter, aber als Mitglied hat man halt die Software schon bekommen und darf sie dann auch benutzen. Und alle anderen, die nicht Mitglied sind, können sie hinterher käuflich erwerben oder irgendwo runterladen. Genau. Du hast ja auch schon mal mitgemacht beim Softwarewettbewerb. Ja. Was war so deine Erfahrung mit Programmierung auf dem Atari? Du hast ja vorher noch nicht auf dem Atari viel programmiert gehabt, ne? Du kommst ja aus einer anderen Ecke. Ja, das ist richtig. Also ich hatte mal einen Atari-Computer von 83 bis 87. Da habe ich aber nur ein bisschen Basic programmiert und
keine Spiele programmiert oder sowas. Habe mir dann den Atari verkauft, um mir einen Amiga leisten zu können. Dort habe ich dann Spiele programmiert, auch durchaus kommerziell über Lucasfilm Games und Böder Games veröffentlicht. Und wie das dann so kommt, das Berufsleben fängt dann ein, man macht nichts mehr mit den Amiga-Geräten. Und 2012 hat es mich wieder gepackt. Ich habe mir über eBay sowohl einen Commodore 500 als auch einen Atari 800 XL wiedergeholt. Bin dann zu einem Amiga-Treffen gefahren, fühlte mich da auch sehr wohl. Hab mir dann eine Demo angeguckt, die scheinbar auf einem Amiga 600 lief. War total geflasht. Dachte, boah, ich kenne den Amiga ja, aber wie geht das? Ich habe keine Idee, wie das geht. Und dann sagte der Programmierer, ja, ich habe da noch eine Power-PC-Karte eingebaut und eine zusätzliche Grafikkarte und das läuft dann darüber. Und ich so, jetzt kann ich leider nicht mehr entscheiden, ist das eine gute Programmierleistung oder ist da einfach irgendeine moderne Hardware drin? Und das hat mir dann nicht so gut gefallen. Als nächstes habe ich dann ein Atari-Treffen besucht, das war dann in der Tat ein Abo-Treffen. Und da habe ich dann halt festgestellt, die Atari 8-Bit-Computer, die wurden über 10 Jahre lang im Grunde genommen unverändert verkauft. Das heißt, wir haben zwar verschiedene Modelle, 400, 800, die kamen 1979 raus, dann kam die XL-Serie 83 und dann kam die XE-Serie 87, aber im Grunde genommen ist es dieselbe Technik, die ist kompatibel. Ja, nur anderes Gehäuse drumherum. Wir haben eigentlich nur ein anderes Gehäuse. Und wenn man dort etwas sieht, eine Anwendung, ein Spiel, dann weiß man, was für eine Hardware da drin ist. Dann weiß man, okay, sieht das gut aus, dann ist es ein guter Programmierer, dann hat der was rausgekitzelt aus dieser Box. Oder es sieht nicht gut aus, dann war der Programmierer halt mittelmäßig, aber es ist halt schön, man kann bei diesen 8-Bit-Atari-Computern halt das gesamte Gerät noch verstehen. Und das ist das, wo ich mich jetzt auch gerade befinde dabei. Als ich dann gesehen habe, okay, Atari, da gibt es doch ganz viele Leute, die das aktiv machen, die dann auch sich treffen und die man fragen kann, wenn man nicht weiterkommt, habe ich mich entschlossen, eins meiner Amiga-Spiele, die ich 93 programmiert hatte, wollte ich zurückportieren auf ein Atari 8-Bit. Habe ich dann auch gemacht, habe ich bei diesem Softwarewettbewerb eingereicht, ist dann auch erster Platz geworden. Aber da habe ich ganz angefangen, mich mit dem Atari in Maschinensprache zu nähern. Und habe natürlich auch festgestellt, alles das, was ich beim Amiga gelernt habe, ist beim Atari nicht mehr anwendbar, weil ich eine andere CPU habe, weil ich keine 32-Bit-Umgebung habe, sondern eine 8-Bit-Umgebung. Die Zahlen hören bei 255 einfach auf. Und wenn ich meine 320 Pixel abzählen möchte, dann kann ich das nicht, weil ich nur bis 255 zählen kann. Also muss ich mir auch was überlegen, nehme ich noch ein zweites Byte dazu. Und diese Herausforderung, die habe ich mich gestellt und habe viele Hilfestellungen im ABOC-Forum bekommen, wo ich dann einfach mal als Frischling reingeschrieben habe, ich möchte hier meinen Zeichensatz verändern, ich mache alles so, wie es im Buch steht, aber es funktioniert einfach nicht. Und ich habe da wirklich 2 Tage lang gesessen, habe versucht zu erfahren, wo ist mein Fehler. Und eine Stunde später kam die Antwort im Forum dann, du hast aber schon bedacht, dass der Zeichensatz im ROM steht, im Read-Only-Memory. Du musst ihn natürlich erst ins RAM umkopieren, bevor du ihn verändern kannst. Leuchtet ein. So, und etwas, was ich in 2 Tagen nicht geschafft habe, mit Büchern, mit Lesen, das Problem zu lösen, hat mich 1 Stunde gedauert im Forum. Und da wurde mir geholfen. Und das finde ich das Schöne an der Atari-Gemeinde beim ABUG, man hilft sich untereinander. Das heißt, wenn jemand ein Problem hat, man geht ins Forum, schreibt da rein, man trifft sich, man kennt die Leute nach einer Weile, man kann die dann auch selber anschreiben. Und die Leute sind einfach froh, dass man sich auch mit den Maschinen beschäftigt und helfen einem dann auch. Und das ist auch der Grund, warum wir beide hier stehen, hier auf dem Vintage Computing Festival. Wir möchten natürlich auch Leute dafür begeistern, wie viele andere auch. Und eine Information für alle Besucher der Kunsttagung Kids and Codes. Der Vortrag von Rolf-Dieter Klein zum NDR Kleincomputer findet bereits um 14.30 Uhr statt, in 10 Minuten. Das ist doch ein gutes Zeichen, weil es ist bestimmt sehr spannend. Ja, wir haben eigentlich auch schon vieles gesagt. Ja. Eins wollte ich noch sagen, wo der Thomas gerade gesagt hat, dass er den Amiga gesehen hat mit diesen Erweiterungen. Das ist bei dem sowohl beim Software- und auch beim Hardware-Wettbewerb in den Regeln ganz klar festgelegt, dass die Einreichungen mit den Standardmaschinen laufen müssen. Es ist zwar möglich, dass die eingereichte Software, die Spiele zum Beispiel, mit Erweiterung noch mehr können, zum Beispiel ein bisschen mehr Grafik anzeigen oder so weiter, aber sie muss auch spielbar und gut
auf den ganz normalen, unmodifizierten Geräten laufen und die Version, die dort läuft, wird bewertet, nicht die Version, die irgendwie noch extra Hardware-Erweiterungen drin hat, weil von diesen Hardware-Erweiterungen gibt es halt sehr viele und da ist der Markt sehr fragmentiert und wenn man ein Programm schreibt, was eine bestimmte Hardware-Erweiterung anspricht, dann erreicht man möglicherweise nur 5 oder 10% der Clubmitglieder. Und wir wollen halt, dass die Sachen, die in den Wettbewerben gemacht werden, dass die möglichst für alle Mitglieder im Club verfügbar sind, dass die einen Nutzwert haben. Was wir auch in der letzten Zeit, also was Mitglieder vom ABOK in der letzten Zeit verstärkt gemacht haben, ist sowohl Software wie auch Literatur wieder frei bekommen. Das heißt, wir gucken explizit danach, gibt es interessante Bücher und gibt es interessante Software, die nicht mehr weitergepflegt wird, wo es aber wünschenswert wäre, wenn man da den Quellcode hat, wenn man da daran die Rechte hat. Und wir haben einen Kollegen, den Roland Wassenberg, der heißt bei uns schon intern Indiana Jones, weil der sich wirklich mit einer Akribie dahinter setzt und Leute aufspürt in Amerika, indem er guckt, Studienkollegen ausfindig macht, Familienmitglieder ausfindig macht, nicht nachgibt, teilweise über 5 Jahre lang Leuten virtuell hinterher geforscht hat, bis er sie dann wirklich entdeckt hat, bis er sie dann irgendwie erreichen konnte per E-Mail und sie dann fragen konnte, hey, wir benutzen hier immer noch dein Programm, was du vor über 30 Jahren geschrieben hast und wir finden das richtig toll und wir würden aber ganz gerne diese oder jene Änderung machen, dafür bräuchten wir ganz gerne den Quellcode, dürften wir den denn haben? Und in ganz, ganz vielen Fällen klappt das dann auch. Ja? Die Originalautoren sind erstmal ganz baff, dass nach so viel Zeit es immer noch Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Und bei den allermeisten steht heute ja auch kein kommerzielles Interesse mehr an den alten Dingern. Und die sagen, nein, klar, hier, ich gehe mal bei mir in den Keller und suche mir die alten Disketten raus und hoffe, dass die noch funktionieren. Und dann klappt es dann irgendwann und dann kriegt man den Quellcode zugesendet von Spielen, von Programmiersprachen, von Anwendungsprogrammen. Die wir dann einmal natürlich für die Clubmitglieder, aber auch für den Rest der Welt dann freigeben können. Und das Gleiche passiert mit Büchern wie dem Atari Profibuch, was ursprünglich im Sybex Verlag erschienen ist, wo dann die Autoren gefunden worden sind. Jetzt gerade sind wir dabei, Kyan Pascal, das ist eine Pascal-Implementierung, die es für den Atari, aber auch für Apple II und für den C64 gibt. Da haben wir die Original, den Firmengründer ausfindig gemacht und die Erlaubnis bekommen, den Quelltext zu veröffentlichen. Und gerade wird das Handbuch wieder neu gesetzt, wieder modern aufbereitet, neues Erratar gemacht. Und es gibt da Leute, die ganz, ganz viel Zeit reinstecken, damit das wieder auf den modernen Stand gebracht wird. Und das ist halt der Club zum Mitmachen. Es ist nicht irgendwo, dass da oben ein paar Großkopferte sitzen, die bestimmen, was im Club geht und nicht geht, sondern der Club lebt einfach von den Leuten, die mitmachen und der Club unterstützt die Leute, die einfach was machen wollen, was tun wollen. Und das wäre es eigentlich schon, ne? Ja, ich glaube, wir haben alles angerissen. Falls das für einen von euch spannend klingt, wir haben ja so ein paar Zettel drin, wo ihr weitere Informationen darüber findet, was der Club nochmal ist und wer Mitglied werden möchte, ist natürlich herzlich dazu eingeladen, sich hier einen Zettel schon mal mitzunehmen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir euch auf irgendeiner Veranstaltung vom ABOK nochmal wiedersehen würden. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Dankeschön. Die Hefte bräuchten wir, glaube ich, wieder. Ne? Nee, die kommen wir. Also, ja, die Hefte könnt ihr gerne mitnehmen. Okay, das ist kein Problem. Dann nehmt euch da welche von mit nach Hause, guckt es euch genau an. Nehmt euch gerne hier noch so einen Bogen mit und dann vielleicht sieht man den einen oder anderen ja mal wieder. Dankeschön.